Diskutiere das folgende Gleichungssystem, in dem a einen reellen Parameter darstellt. Wir sollen also dieses parametrische Gleichungssystem diskutieren. Hier wird ein Vorschlag gemacht, stelle 1 auf klein x gleich groß x, 1 auf klein y gleich groß y und 1 auf klein z gleich groß z. Wenn wir diesen Vorschlag hier einsetzen, dann verwandelt dieses Gleichungssystem sich in dieses. Wir werden dieses Gleichungssystem diskutieren. Dazu berechnen wir zuerst die Determinante d von diesem System. Die erste Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von groß x, das heißt a-1, a-2, 1, a-1, a-2, 1. Die zweite Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von groß y in diesem System, also so. Und die dritte Spalte ist gebildet durch die Vorzahlen von groß z, also so. Wenn einem keine Kombination zwischen Zeilen oder zwischen Spalten einfällt, dann rechnet man diese Determinante eben mit der Regel von Sarrus. Man berechnet die Zahl mal die plus die mal die plus die, mal die minus die, mal die minus die, mal die minus die, mal die. Und somit erhalten wir diese Summe. Wir sehen, dass wir in vielen Termen a-1 ausklammern können, außer hier. Also machen wir das schon mal. So ist gemacht. Und dann bleiben noch diese drei Termen. A plus a minus 2, das macht 2a minus 2. Hier zwischen Klammern können wir diese beiden Termen minus a Quadrat und a Quadrat streichen, denn ihre Summe ergibt 0. Auch für 2a und minus 2a gilt dasselbe. Somit haben wir also a minus 1 mal minus 1 minus 1 minus 1, das heißt minus 3. Und hier können wir die 2 ausklammern. Und somit erhalten wir minus 3 mal diese Klammer plus 2 mal diese Klammer. Das macht minus 1 mal diese Klammer und minus diese Klammer, das ergibt 1 minus a. Die Determinante d von diesem Gleichungssystem ist also gleich 1 minus a. Wir werden zwei Fälle diskutieren. Entweder die Determinante d ist 0 oder sie ist es nicht. Schauen wir im ersten Fall. Die Determinante d ist 0, dann und genau dann, wenn a gleich 1 ist. Also in diesem ersten Fall ersetzen wir a überall durch 1 in diesem Gleichungssystem. So führt das sofort zu diesem System. Die zweite Gleichung kann geschrieben werden x gleich z. Also, wenn wir in diesem System für groß x den Parameter lambda einsetzen, beliebige reelle Zahl, dann muss groß z auch gleich lambda sein und durch diese Gleichung muss groß y gleich sein zu 1 minus lambda, auch durch die dritte Gleichung y gleich 1 minus lambda. Und somit haben wir die Lösungsmenge für groß x, groß y und groß z gefunden. Aber wir sind nicht ganz fertig, denn gefragt wurden die Lösungen klein x
klein y und klein z. Diese Kleinwerte sind die Kehrwerte der Großen, also erhalten wir letztendlich die Lösungsmenge für klein x, klein y, klein z. In diesem Fall, diese Lösungsmenge ist gleich zur Menge dieser Zahlentrippel 1 geteilt durch Lambda, 1 geteilt durch 1 minus Lambda und 1 geteilt durch Lambda. Das sind effektiv die Kehrwerte von diesen drei Werten. Aber Vorsicht, Lambda darf nicht 0 sein, sonst würden wir für x und für z durch 0 teilen. Und Lambda darf auch nicht 1 sein, sonst würden wir für y durch 0 teilen. Im zweiten Fall ist die Determinante d verschieden von 0, das bedeutet, dass a verschieden ist von 1. Dann finden wir groß x durch eine Determinante geteilt durch die Systemdeterminante. Diese Zählerdeterminante erhält man, indem man in der Determinante d die erste Spalte ersetzt durch die Spalte der unabhängigen Glieder, die alle rechts vom Ist-Zeichen stehen, also a 1 minus a 1, a 1 minus a 1. In dieser Determinante sehen wir a und 1 1, also ist eine Idee, von der ersten Spalte die zweite abzuziehen, denn dann erhalten wir a minus a, das heißt 0, und da 1 minus 1, das heißt auch 0. 1 minus a minus a minus 1, das ergibt 2 minus 2a. So haben wir in der ersten Spalte zwei Nullen, also berechnen wir diese Determinante mit den Minoren der Elemente der ersten Spalte. Also, das ergibt minus 2 minus 2a mal die Determinante a 1 1 1 minus a. Also a mal 1 minus a minus 1 mal 1. Und somit erhalten wir diesen Bruch. Hier können wir ein Minus ausklammern. Dann haben wir da als Faktor 1 minus a. Dieser Faktor kann mit dem Nenner gekürzt werden und dieses Minus, das dann vor diese 2 steht, verteilen wir in diese Klammer. Und somit erhalten wir für x 2 mal a² minus a plus 1. Groß y ist gleich zu diesem Bruch. Es ist eine Determinante geteilt durch die Systemdeterminante d. Diese Zählerdeterminante erhalten wir, indem wir in D die zweite Spalte ersetzen durch die Spalte A 1 minus A 1. Also so, wenn man nicht schnell eine ideale Kombination zwischen Spalten oder Zeilen sieht, dann rechnet man diese Determinante eben mit Sarrus und das ergibt dann diese Summe. In fast allen Termen können wir a minus 1 ausklammern, außer hier. Hier haben wir a minus 2 plus a. A minus 2 plus a. Aber a plus a, das macht 2a. Und 2a minus 2, das macht 2 mal a minus 1. Und so sehen wir, dass wir doch insgesamt a minus 1 ausklammern können. Das führt dann zu diesem Bruch. Hier klammern wir ein Minus aus. Dann steht zwischen Klammern 1 minus a. Dieser Faktor kann mit diesem Nenner gekürzt werden. Und das Minus verteilen wir auf diese Summe. Dann ergibt das also minus 2a² plus 4a. Und diese Zahl plus 3 wird zu minus 3. Und somit finden wir für Groß Y
minus 2a Quadrat plus 4a minus 3. Groß Z erhalten wir durch eine Determinante geteilt durch die Systemdeterminante D. Diese Zählerdeterminante erhalten wir, indem wir in D die dritte Spalte ersetzen durch die Spalte der unabhängigen Glieder, also a1 minus a1. Wir sehen hier a a 1 1. Also werden wir von der dritten Spalte die zweite abziehen. So erhalten wir a minus a, das heißt 0, 1 minus a minus a minus 1, das ergibt 2 mal 1 minus a und 1 minus 1 macht 0. Wir berechnen also diese Determinante durch die Minore der Elemente der dritten Spalte. Dann führt das sofort zu minus 2 mal 1 minus a mal die Determinante a minus 1 a 1 1. Also a minus 1 mal 1 minus 1 mal a. Und so erhalten wir hier a minus 1 minus a, das macht minus 1. Minus 1 mal minus 2 ergibt 2 und 1 minus a kann mit diesem 1 minus a gekürzt werden, also ist Groß Z gleich 2. Die Lösungsmenge für diese großen unbekannten xyz kann also so geschrieben werden, das ist die Menge der Zahlentrippel 2a² minus 2a plus 1 minus 2a² plus 4a minus 3, 2. Wir suchen aber die Lösungsmenge für klein x, klein y und klein z. Diese Kleinwerte sind die Kehrwerte der Großwerte, also schreibt sich die Lösungsmenge für klein x, klein y, klein z als Menge der Zahlentrippel, die man erhält durch die Kehrwerte von diesen drei Zahlen, also so. Hier müssen wir aber aufpassen, vielleicht gibt es Werte für a, durch die wir hier durch 0 teilen würden. Aber die Diskriminante von diesem Trinom zweiten Grades ist streng negativ, das bedeutet, für egal welchen a-Wert, dieses Trinom wird niemals 0. Und genau dasselbe gilt bei diesem Trinom. Auch hier ist die Diskriminante streng negativ, das heißt, dieses Trinom zweiten Grades hat keine Nullstelle. Und somit haben wir die Lösungsmenge von diesem Gleichungssystem in diesem zweiten Fall gefunden.